Gut, aktivieren wir mal. Ja. Oh, guck mal, das Auto war gerade noch schwarz. Wieso ist denn das jetzt weiß? Ja. Okay. Schnelle Umlackierung. Ja, das ging aber fix. Das ging aber echt fix. Oh ja, warte mal, Rüstung anziehen, das ist eine gute Idee. Mhm. Ich vergesse das immer wieder. Haben wir da schon was an? Ne, da haben wir auch noch nichts an. Okay. Na 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 na. Na na na. Du machst ja die Kisten gerade, gell? Ja. Alles leer, sehr schön. Die ist leer, die ist leer, die ist leer, okay. Oh, hab ich kaputt gemacht. Ups. Oh, da ist da bestimmt einer über uns, oder? Hm. Nein, niemals. Vielleicht auch nicht. Irgendwo ist einer, ja. Das hörte sich nach links an. Oder auch nicht. Mach mal die Tür hier zu, dann kommt von hinten sonst nichts. Ja, das klingt wie links. Ach, da kommt bestimmt einer aus dem Schrank. Ja, genau. Ja. Genau. Haben wir schon fast gedacht. Und wieder. Zack. Bam. Da kommt noch ein. Wieso krieg ich. Ach, ich krieg die sogar angezeigt. Das ist ja mal interessant. Mhm. Ja, weil wir säubern müssen. Ich sehe den roten Punkt quasi so. Und du? Bam, jawoll, ja. Hat den draußen sieht man noch. Das ist aber interessant. Das habe ich noch nie gesehen mit diesem roten Punkt, dass man die sieht beim. Aber ich habe auch selten Säuberungsaktionen gemacht. Ich bin sehr viel am Questen in dem Spiel. Müsste aber, glaube ich. Ach, da hinten wird noch einer drin sein, gehe ich mal von aus. Hinter mir. Also mach erstmal vor mir alles. Na, da am Fenster kloppt einer. Ja, aber hinter mir ist ein Schrank. Und ich gehe mal davon aus, dass der. Okay. Dass der. Dass da noch einer ist, vermute ich mal ganz stark. Ja, eine infizierte Frau. Ja, okay, dann. Die muss jetzt eine natürlich nicht mehr leiden. Eine ex-infizierte Frau. Mhm. Ich hab eine Bratpfanne, falls du noch eine brauchst. Ja, nur wenn die besser ist als H. Die ist F. Ja, na logisch nehme ich die. Ne, bevor der kommt. Achso. Ne, hör ihn. Also zumindest höre ich irgendwas da draußen. Dankeschön. Dann ist fertig. Verändern. Die Kisten sind gelootet, gut. Ein Schwerterkopf, gesperrt. Ja, das kennt Toddy. Schwerterkopf. So, sehr schön. Bessere Bratpfanne. Hier ist ein. Wollen wir nicht erst. Achso, das ist bloß der Ausgangsding hier, oder? Ah ja, okay, das ist die Tür, die zur Garage geht. Das passt. Also die hinter mir. Okay. Kommt da was? Nö. Bin mir nicht sicher. Also ich höre sie auf jeden Fall noch. Jetzt kommt was die Treppe runter. So wie es klingt. Oder? Hm. Das ist aber. Ist das außen? Hinter mir ist auch gesperrt. Ich glaube, das sind die Außentüren bzw. Garagentüren. Oh, warte mal, die schlafen noch. Yes. Läuft, oder? Ja. Ich mag es, wenn die Nickerchen machen. Ja, ich auch. Also zwei hast du getötet. Oh Gott, dann kommen die gleich vom Dach wahrscheinlich. Hm. Guck mal hier rein. Ja, geh doch mal reingucken. Ein Ziel, was sich nicht bewegt, ist ein Geschenk für Strider. Hm. Das stimmt, ja. Ja. Ich mag die Ziele, die sich nicht bewegen. Aber ich muss ja auch hin und wieder mal zeigen, was ich kann, ne? Das stimmt. So muss das sein.
Selbst das Zielen ist nicht so einfach. Okay, dann bin ich hier durch. Die sind so ruhig auf einmal. So, bitteschön. Die sind mir ein bisschen zu ruhig da unten, halt. Mhm. Okay, hier ist eine Tür offen. Da kommt bestimmt gleich einer. Nee, kommt keiner aus dem Schrank. Da kommt keiner aus dem Schrank. Ausnahmsweise mal nicht. Genau. Leck. Zack, und weg ist das Bett. Oh, da liegt einer. Was? Da sitzt natürlich einer. Und das sind im Schrank, sind garantiert auch welche. Möchte ich fast wetten. Bestimmt. Aber da kommt der Krabbler schon mal nicht. Das stimmt, ja. Oh, hier ist ja noch ein Bild. Ups. Nächste Woche kann ich schon sagen, bin ich donnerstags nicht da, weil da ist Himmelfahrt und da ist Feiertag, da schlafen wir alle. Stimmt, ja, ja, Vatertag, ja. Stimmt, da war ja was. Genau. Jemand hier vorbei hier. Damit ich mich auch mal zuschlagen kann. Ach, guck mal, was da ist. Nett. Nett. Ja, stimmt, nächste Woche ist ja Feiertag. Da war ja noch was, ja. Mhm, genau. Den hatte ich bis vor kurzem auch nicht auf dem Schirm gehabt, bis ich auf den Kalender geguckt habe und dachte, oh shit, das ist schon wieder ein Feiertag. Demnächst steht auch schon wieder Pfingsten an. Was ist das, 16? Das Doppelbett gibt 52. Und das war der Ausgang wieder nach vorne, gell? Zu dieser, ja. Ja, hierher. Gut, dann gehen wir die nächste Tür, ne? Ja. Waren wir hier schon drin? Nee, hier waren wir noch nicht. Nee. Oh, da waren wir. Ich bock mich wieder. Warte, das ist wieder ein Opfer. Oh Gott. Oh, das klang nicht gut. Ja, da ist ein Krabbler, aber der andere schläft noch. Okay. Oh, hallo. Ja, aua. Kann das sein, die kommen jetzt hoch? Ah. Das ist geil. Im Erschreckungsmodus noch eine Kopfnuss gegeben. Trau dieser Treppe nicht. Mhm. Die sind auch noch unten, aber es klingt immer so, als ob die gleich hochkommt. Stimmt, und jetzt Sonntag ist Muttertag. Da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, ob wir da sind, weil wir mit an dem Muttertag gehen wir mit Schwiegervater und Schwiegermutter weg essen und ich weiß gerade nicht, wann das ist und ob wir denn abends tatsächlich da sind. Da kann es sein, dass es spontan ausfällt. Mhm. Je nachdem, was da alles geplant ist. Und dann steht demnächst Pfingsten. Ja, ich bin fertig hier, ja. Die Oper, ja, leer, ja, genau, gut. Drinnen bleiben? Sind wir noch nicht? Ja, wir müssen die Vorräte noch finden und es sind auch noch nicht alle getötet. Das war noch gar nicht. Na, ich denke mal, die werden oben sein, vermute ich mal ganz stark, weil... Ah, warte mal, ich habe, glaube ich, mein Vorrat habe ich, glaube ich, gefunden. Okay. Der scheint hier zu sein. 3,4 Meter, ja, genau, auf der anderen Seite ist meiner, ja. Oder deiner, je nachdem. Das ist komisch. Auf der anderen Seite stand ich und habe gedacht, der ist hier. Und jetzt stehe ich hier und ich denke, der ist auf der anderen Seite. Ich glaube, jetzt kommen sie hoch. Ja, jetzt kommen sie hoch. Also er kommt hoch. So. Aber okay, irgendwie ist das... Ja, also bei mir sieht es aus, als ob das hin in der Schrank in der Wand wäre. Genau, da muss irgendwo so eine Öffnung sein. Aber hier ist keine Öffnung. Vielleicht von oben? Warte mal, kann da nicht. Gibt ja noch dieses Dach hier. Okay. Ich prügel mich da von der... Ah, ich hab sie gefunden. Hast du? Ja. Ja. Ah, gut. Weil ich denke gerade, okay, drinbleiben ist das Einzige noch, aber der Rest war so irgendwie so... Wischiwaschi. So, jetzt habe ich ihn auch genommen. Sehr gut. Jetzt müssen wir bloß noch säubern, ne? Ja, säubern und noch plündern. Dein Mann und du arbeitest nachts am Muttertag auf ein Schützenfest. Oh, okay. Okay, das ist aber auch Arbeit, ja. Das stimmt. Ja, das ist nicht ganz ohne sowas, ganz klar. Ja, das stimmt. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, die Leute, die da wirklich hinter diesen Theken da stehen und dann
Ausschenken, Bezahlung. Na, das wäre überhaupt nichts für mich. Nee, nicht wirklich. Könnte ich nicht. Da wäre ich so unter Stress. Das, nee, ich brauche gechillt. Oh, ja, ich hatte mal früher, wo ich noch so 20 war oder so, hatte ich mal an der Kasse gearbeitet. Alter, das war der Horror für mich. Ja, das absolut. Kann ich mir vorstellen, ja. Das kann also mit den meisten bin ich gut klargekommen, aber es gibt auch viel dazwischen, wo du denkst, oh. Aber du musst ja immer nett und freundlich sein und immer lächeln. Das stimmt. Oh, der liegt da, der ist noch nicht tot. Oh, jetzt ist er tot. Alter, jetzt war ich mal einen Tick schneller als du. Ja. Aber ich dachte mir, den kann ich gerade mal so. Wer weiß, was da noch um die Ecke kommt. Genau, Lu, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und lass dich nicht ärgern bei der Arbeit. Genau. Toi, 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 dass alles gut läuft. So. Der gute Zement überall hier. So, wir haben jetzt... Ah, zurück zum Händler. Wir haben alles gesäubert und so. Aber hier muss noch irgendwo so ein guter Schatz sein. Ja, weil da die Lampe hin zeigt. Aber das sieht alles sehr... Weiß es nicht. Ach nee, da waren wir schon drin. Hier. Aber die Lampe, ja, stimmt, zeigt hier runter. Dann sind wir komplett fertig. Ja, dann können wir jetzt rausgehen, ne? Dann können wir rausgehen, ja. Ja. Halt, hier müssen wir lang. Wir müssen hier Treppe runter. Ja, mit einem freundlichen Gesicht einen Stinkefinger zeigen. Ja, die haben schon ihre Mittel und Wege. So, die Tür haben sie schon aufgemacht, wie nett. Die Eingangstür, so, wir müssen in die Richtung wieder. Links durch rechts. Jo. Was? Ach so, da fällt mir ja wieder was ein. Ja, also entweder brauche ich wirklich ein bisschen andere Kleidung oder ich muss da echt auf dieses Gewicht da gehen. Dieses schwere Rüstunggewicht. Schwer ruhig. Einfach mal einen draufhauen, wenn du irgendwann mal die Gelegenheit hast. Ich habe schon zwei drauf. Ah, da ist Eisen. Ich kann nicht widerstehen, ich muss das Eisen mitnehmen. Das macht das. So, weil brauchen wir auf jeden Fall. Da läuft noch ein Zombie. Direkt in Front. Zombie. Ja, wieder ein paar Pünktchen mehr. I'm running. 12.37 Uhr. Ja, ich würde jetzt die Quest abgeben. Vielleicht noch eine neue Quest annehmen schon mal. Aber dann das ganze Klumpatsch nach Hause bringen, ja. Ja, dann haben wir auf jeden Fall schon mal was. Alles zu Hause müssen nicht. Mit Händler und sowas hier. Genau, ich packe jetzt erstmal alles da rein, was geht und was noch gestapelt werden kann. Mhm, genau. Falls du noch was siehst, was da drin, was wir mitnehmen müssen, nach oben zum Verkaufen, dann... Ist ja auch okay. Ich habe eigentlich nur reingegangen. Wir müssen dann bloß nach unten nochmal alles gucken. Ich glaube, du hattest letztes Mal den einen, ich in den anderen Dings rein. Aber ob wir da jetzt alles da... Sehen wir gleich. Ja. Da ist der LKW da, die Schmiede. Eine 10mm Schrotpistole. Naja gut, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber Steroide kann ich noch bekommen. Dann nehme ich die Steroide mit. Ja, das habe ich bei Toddy lieben gelernt, ja. Mhm. Das habe ich echt lieben gelernt. Nur was wäre das denn? Abholen soll bei Luigi, säubern bei Mo Power, mittelgroßes Geschäft. Oh, dann nehmen wir mal das mittelgroße Geschäft. Das sieht gut aus. Eine Rüstung an, theoretisch. Gefütterter Sponsor. 61. Ja, warte mal. Man kann ja ein T-Shirt anziehen. Den nehmen wir doch definitiv, den. Sehr schön. Hitzewiderstand. Du willst keine Bratpfanne, hast du gesagt, gell? Nee, mein Knüppel ist ganz gut. Und Eisenknüppel. Nee, die Bratpfanne jetzt die andere. Genau. Stacheldrahtmod. Ah, warte. Die ist geil mit dem Knüppel in Verbindung. Ja. Das ist eine okay. Feinde, so. Du willst keinen Schrottschlagring haben, oder? Nein.
Sehr schön. Das wollte ich. Genau das wollte ich schon. So. 2024. Kunst des Bergbaus. Schrotflinten, Entenschnabel. Das mache ich jetzt aber erstmal zerlegen. Das Maisbrot willst du bestimmt lernen. Ja, das wäre super. Das, dann kann ich das kochmäßig da. Ne? Mhm. Mal alles ein bisschen hochschieben hier. So, warte mal. Also, ich habe hier eine Stacheldrahtmod. Die ist doch bestimmt ganz gut für meinen Knüppel. Knüppel, genau. Ich habe gezeigt. So, dann hätte ich noch eine Laufverlängerung, erhöht Schaden, Reichweite und Zielgenauigkeit. Dann nehme ich wahrscheinlich das Jagdgewehr. Ja. Da gehen zwei rein. Ah, du hast 10 mm Munition bei dir, ne? Hast du gesagt? Ja, genau, 79. Okay, dann kriegst du nämlich meine. Die habe ich nämlich gefunden. So, dann bin ich hier durch mit dem Händler. Ja, ich bin durch mit dem Händler, aber sowas. Ich bin voll durch mit ihm. Aber sowas von. Du hast brustpanzermäßig, was hast denn du da an? Alteisen. Okay. Ich hätte noch den gefütterten Brustpanzer übrig quasi. Zeig mal, geh mal her. Das ist quasi was Leichteres. Das ist zwar leichter, damit kannst du beim Rennen quasi so und ein bisschen blocken, aber die Eisen natürlich zum Kämpfen dann halt. Warte mal, Rüstung ist ja etwas weniger. Aber die Beweglichkeit, die Rüstung ist weniger, die ist nur, damit du schneller laufen kannst, damit du was anhast, während du schneller läufst quasi. Die ist nicht dafür geeignet zum Kämpfen, ja. Glaube, ich werde mich darauf einigen, dass ich dann bei schwere Rüstung nochmal 2 weitere Punkte reinklatsch. Ja, das ist okay. Hoffentlich. Dann verkaufe ich die. Wenn wir es doch noch schon hätten, ne? Die Punkte. Das sowieso. Achso, halt deine 10 mm Munition schmeiß ich. Geh mal vor die Nase. Vielen Dank. Und dann schnapp ich schon mal den Einschwung. Das Zeug. Ich fange mal mit dem LKW an. Genau, ich habe hier mal rausgenommen. 132, bin noch orange. Gelb-orange. 146. Aber lass mich mal alles aus der. Also LKW ist leer. Jetzt nehme ich mal das hier. Jetzt haue ich mir einmal die Steroide rein und jetzt gucke ich, was passiert. Ja, ich bin wieder im total weißen Bereich. 177 von 231. Ja, es sind plus 100 Tragekapazität. Ja, genau. Komm, dann lucke ich die und dann kommen wir zurück. Genau, das lässt sich doch dann besser. Hast du Maisbrot lernen? Hast du. Achso. Kann ich dir hinschmeißen? Ja, gerne. Dann ist das nämlich auch weg bei dir. Zack. So. Nur denn. Das ist immer so geil, dass du immer da draußen da drüber gehst. So. Gell? So, ab nach Hause. Wir dürfen nicht zu den Betten. Nur so ja, als Erinnerung, wir haben die Betten noch nicht umgelegt, wir dürfen nicht zu den Betten laufen, aber du weißt wahrscheinlich eher, wo wir lang müssen. Genau, das ist eigentlich an den Betten nur geradeaus vorbei. Okay, das ist doch nice. Ich finde auch gut, dass die Steroide gut 40 Minuten lang halten. Ja, das ist schon echt klasse Sache. Muss ich so sagen, ja. Das muss ich mal sagen. Dum, 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 dum. Leer, leer. Leer, leer. Na gut, sind wir zum 50. Mal dran vorbeigekommen, von daher. Hast du noch was? Hast du? Nee, der hat auch nichts. Der auch nicht. Ja, gut, die Strecke kennen wir wahrscheinlich schon in- und auswendig ja mit hin und her rennen. Ja, zum Händler ist tatsächlich da immer nur gerade durch. Jucker Juice. Buch, Vorräte, Munition, Medizin. Oh, Bücher, das wäre toll. Ja. Bücher. Oh, Bücher. Da würde. Oh. Da würde mir das Herz auch aufgehen, ja. Ja, für alle, die es nicht sehen können, das ist das A. Hashtag A. Zwinker, zwinker. Okay. Hört, hört. Hört, hört. Mhm.
Hechel. Ja. Und Toddy haut er dann mal rein, der Devil A, ich gebe ihm B. Genau, immer was anderes. So. Oh, Munition ist aber auch gut. Ja, logisch. Und haben wir da noch? Der ist leer. Du bist hinter mir irgendwo, ne? Ich bin noch hinter dir, ja. Ich habe noch eine. Nur ich baue ich immer mal das eine oder andere ab, wo wir noch ein bisschen brauchen. Zeug. Oh, das ist ja geil. Ich sehe was lila leuchten und was weiß leuchten. Ich glaube, keine Ahnung, was lila und weiß ist. Nimm du mal weiß. Munition. Munition. Ja. Okay. Ich habe irgendwelche Munition gekriegt. Ich auch. Immer noch richtig. Nebel. Wenn die Betten, ach, die Betten sind da, dann müssen wir hier nur gerade durch. Mhm. Uns Munitionsschleudern was Gutes tun. Oh. Ich darf in diesem Spiel nicht so rumballern, wie ich gerne möchte. Doch, du darfst. Du musst dir bloß vorher einen Schalldämpfer besorgen dafür. Dann ist das kein Problem. Da ist Mario vollkommen zufrieden. Ja, das ist wohl wahr. Schalldämpfer. Das ist so das ultimative... Ah, können wir nicht mehr laufen? Das ist das ultimative Wichtigste hier. Ein Schalldämpfer drauf. Egal bei welcher Waffe, Schusswaffe. Weil damit kannst du dann wirklich rumballern, wie du willst, ohne dass dann groß die anderen angelockt werden. Mhm, das stimmt. So, gleich sind wir zu Hause. Ja. Ach, guck mal, da steht mal ein Polizeiauto. So hat jeder seins, gell? Irgendwie so hier. Ich finde die eine, die so ein Cabrio hätte ich auch gerne oder so eine Corvette. Also hätte ich nichts dagegen. Sobald du Autoreparatur gelernt, also Wartung von Autos gelernt hast, kannst du die Dinger auch reparieren. Du brauchst bloß jedes Mal mindestens einen Motor für dieses jeweilige Teil. Ja. Und dafür kriegst du dann irgendwann mal einen Schraubenschlüssel und das, damit das alles gut hinkriegst. Genau, jetzt haue ich erstmal hier alles rein, was ja, schon der, drin der ist. Geht zuerst zu diesem, das ist so geil, du gehst zuerst zu diesem Karton, ich gehe zuerst zu den Kartons hier drinnen. Weil. Weil. Die ich vollgepackt habe, so. Mit allem möglichen Zeugs. Deshalb ist das immer so, halt, da ist der Medizinschrank. Genau. Den sollte ich vielleicht mal auf Übertragung setzen. Hm, übertragen, so. Sehr schön. Okay, dann macht man das da. Meine Steroide wieder einpacken. Ja, das ist immer gut. Okay, dann gehe ich erstmal da rein. Dann gehe ich erstmal dahin. Nein, jetzt gehe ich dahin. Ich gehe immer von links nach rechts. So. Also wenn ich hier so stehe, wenn ich auf der anderen Seite, würde ich auch von links nach rechts gehen. Bin ich irgendwie gewohnt von unserem Zuhause da oben so. Irgendwie hat sich das so eingeregelt. Steinspitzhacke? Wieso habe ich denn Steinspitzhacke zerlegen? So, Kochtopf, die brauchen wir auf jeden Fall später für die Minen. Twitch hat gerade einen Audioloop gehabt und jetzt ist ein Audio nimmer synchron. Oh, das ist aber blöd. Okay. So, was können wir denn machen? Dreimal Eier, das ist doch schön. Ah, der Hühnerstall ist auch wieder fertig. Gibt's nochmal Eier? Der auch nochmal? Oh, das sind aber Eier. Eier. Dafür braucht man. Bring doch mal ein paar Eier. Die hauen wir noch hinterher. So, jetzt. Oh, was hab ich denn jetzt noch bei mir drin? Ich hab Laufschuhe drin. Oh. Was? Laufschuhe? Ich tu mal einen Wildbrett-Eintopf rein, den anderen behalte ich mal bei mir. Der gibt 50 Dingens. Also schon eines der besseren Teile. Okay. So, du darfst rein, wenn du willst. Ja, ich will jetzt noch die Dosenfutter reinpacken. So. Ja. Anders. Titanschrott, okay. Da haben wir noch Eisen. Ja. Also jetzt läuft es auch so langsam mit unserem Fleisch, ne? Mit unserem Speck. Ja.
Also ich brauche 10 mm und 5,56er. Und hier habe ich 7,62er. Hast du was mit 7,62er? Nee, ich habe 7,92. Schade, schade. Das wäre ihr Preis gewesen. 7,62 habe ich nämlich auch. Ah, weißt du was? Das mache ich jetzt ganz mal geschickt. Damit wir da auch schon mal Kiste. Das ist eine Pappkiste. Wie heißt denn die andere Kiste, die Holzkiste da? Holztruhe? Ach so, du meinst die bessere oder die? Ah ja, Truhe, nicht Kiste. Ja, genau. Hast du recht. Ja, irgendwie so war das. Die auch nichts angezeigt. Okay. Hä? Ja, wie nicht angezeigt zum Herstellen? Ah, Lager, Holzlager ist das. Ah, okay. Oh, ja, da gibt's ja sowieso noch. Wollen die mich jetzt vereiern? Was denn? Eisenlager, großes Eisenlager, Stahllager. Wo ist das, mein Holzlager? Habe ich doch vorhin gesehen. Holzlager. Ja. Okay, das ist, ich hab's gefunden, aber. Haben wir noch Messingscharnier irgendwo? Ja, 33 Stück soll ich rüberbringen. Oh ja. Gut. Das mache ich. Ich frage und in dem Moment nehme ich es schon. Ist eigentlich auch klopf, warum frage ich eigentlich? So, 33 Stück drin. Wir brauchen nochmal Kiefer, irgendwelche Samen. Samen. Die sind doch bei den links die zwei Kisten. Das eine ist, glaube ich, Essen und das andere ist. Ja, ich will nicht die Samen nehmen, wo so wenig sind. Weil die Hühner füttern. Ja, ich gehe mal Holz spalten. Spalter. Ja, davon ist nicht so viel Saat. Das, ja, dann machst du mit den Kiefersamen, die du dann gleich kriegst, kannst du dann die Hühner füttern. Alles klar. Dann hauen wir uns mal noch einen roten Tee rein. So, wir können uns... Oh, 9 Kisten. Gib mir mal 2 Kisten erstmal. Ja, damit wir es alles dann wenigstens mal auf einem Haufen haben. Oh, da läuft wieder Fleisch für den Herrn. Der kommt direkt auf mich zu hier. Ja, ich will jetzt mal hier im Flur, den ich erbaue, ja, packe ich jetzt auch nochmal 2 Kisten hin. Und da kommt dann in der einen Waffen, in der anderen Munition. Ja, markier's mit dem, kannst ja draufschreiben, was es werden soll. Die sind ja, glaube ich, schon beschriftbar, oder? Soweit die sind weiß. Beschriftbar, ja. Ja, genau. Dann schreib direkt gleich drauf, dann weiß Mario, wo er was hin muss. Munition. Oh, ja. Perfekt. 17.06 Uhr. Nur so als Anhaltspunkt, so. Ja. Okay. Achso, da muss ich die auch noch entsperren. Warte mal. Aufschließen. Nee, übertragen nicht. Weil Waffen und Munition brauchen wir eh nicht in den Werkbänken. Aber trotzdem. Sieht schön aus, wenn da ein übertragener ist. Das heißt, du tust dort keinen Schwarzpulver und sowas rein. Nein, da kommt tatsächlich nur fertige Waffen und fertige Munition. Na gut, dann darfst du das so machen, ja. Mhm. Ich bin so gut zu dir, oder? Ja.